So, was haben wir denn hier Schönes? Hallo. Aha. Oh, da unten ist ja eine Lebenskiste. Sehr schön. Gleich mal hin. Snacken wir uns natürlich gleich. Okay, und hier muss ich mich anscheinend draufstellen. Was ist das? Oh. Ah, okay. Ah, oh, das ist cool. Oh, shit. Verkackt. Oh, Mann, das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Das schafft man. Hä? Okay, da stimmt irgendwas nicht. Oder was steht hier? Wenn das Schwert ausgerichtet ist, folgen die Töne. Und die Musen weisen den Weg. Mhm. Das schauen wir uns gleich mal an hier. Aha. Ich verstehe. Ja. So soll's passen. Oh. Königsfeder. Yay. Verbesserung Magie. Oh, da haben wir, glaube ich, einiges verpasst. Dass die Magie zuerst hochgeht. Ich glaube, ich habe ein paar Lebensdinger. Gorgonenaugen sind es, glaube ich. Egal, ein bisschen verpasst. Egal. Kann ich alles haben. Ha. Ach du Scheiße. Jetzt kommen wir ran.
Zack. Oh, das klappt nicht. Oh ja, klappt. Oh shit. Nein, du siehst nicht mehr aus. Ey, Lord Peon, servus. Guten Abend. Oh shit. Na, alles gut. I'm here. Wie erledigt man die? Ernsthaft? Oh nein, ich habe mich verkriegt. Oh no. Oh no. Zack. Psst. Oh, perfekt, die stehen direkt nebeneinander. Wunderschön. Wunderschön. Ich sehe gerade, du hast gestern 9 Stunden World Seeker gespielt. Na, Lord Pion. Na, die Hälfte der Zeit haben wir Scribble gezockt. Ungefähr die Hälfte haben wir Scribble gezockt. Ich glaube von 21 Uhr bis 1 Uhr oder so. Gestern. Oder von irgendwie sowas. 4 Stunden haben wir sicher gezockt. 4 Stunden Scribble. Noch schlimmer wäre gern da gewesen. Ah, macht ja nichts. Macht ja nichts. Kann man. Wir wiederholen das sowieso noch. Ist ja kein Problem. Und bei One Piece habe ich sowieso nur Nebenmissionen gemacht. Da bin ich jetzt bei One Piece komplett fertig mit Nebenmissionen. Da geht es dann nächstes Mal mit der Main Story weiter. Hast du in Diesel 3.0 gezeichnet? Du, ich habe 3 neue Highlights. Kannst dir gerne anschauen. Sind zwar noch nicht auf YouTube, aber auf Twitch kannst du sie anschauen. Habe ich heute erstellt. So, wir speichern erstmal wieder. Ach, ich muss meine Nase sowieso kurz schneiden. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ich kriege kein Schnupfen oder so. Skandalös. Was macht denn meine Nase? Fangt an zu streiken. Ein Demonstrant. Na gut. So. Da gab es ja ein Hebel. Wo ist denn der hin? Der Hebel. Hä, wo ist denn der Hebel hin? War da kein Hebel? Gut, ist ja wurscht. Wir rennen einfach hoch. Wir rennen einfach hoch. Bin halt gerade irgendwie im Auto-Chess-Fieber. Mobile-Version Standalone wurde ja angekündigt und
1,4 Millionen E-Sports Prize Pool von einem chinesischen Organizer. Falls ich es noch nicht erzählt hatte. Oh, cool. Cool, cool. Scheinen ja mehr zu investieren als in Hearthstone dann, oder? 1,4 Millionen, das ist nicht schlecht. Also, im Vergleich zu Hearthstone. Was gab es in Hearthstone? Jesus. Hier ist es. Hallo meine Richter, was macht ihr da unten? Ich glaube, wir müssen wieder runter. Millionen Pool? Ach so, wirklich? Nur für Leute, die mehrmals Rank 1 Platz auf großen Tournaments geschafft haben. Sonst nur 205. Wobei, ja, okay, das wusste ich nicht. Das ist stark. Da hat Blizzard ordentlich was investiert. Ja gut, dann nehme ich das wieder zurück. Das wusste ich echt nicht. Aber sind die wieder? Komm raus hier! Sehr. So ein engem Raum ist halt Käse irgendwie. Kommt hier, komm mal hier her. Was mit ihm? Ja, haben es jetzt noch erhöht, nur muss man halt selbst die Kosten dorthin übernehmen und wenn man direkt rausfliegt, geht man mit Verlust nach Hause. Ja, das ist halt Blödsinn, ne? Das ist halt schade, dass die das halt nicht übernehmen, ne? Das hatten wir ja eh mal. So, Momentchen mal, hier ist so ein... Das sieht mir wieder... Ja. Eine versteckte Truhe. Gorgonenhang. Sehr schön. Jetzt haben wir das Leben auch. Gesundheit. Sehr schön. Macht direkt voll geheilt. Gut, da wäre nee jetzt die Truhen wählen, aber ist egal. Aber was kommt jetzt? Da muss doch irgendwas jetzt kommen, oder? Bravo! Bravo! Unser Held ist da! Applaus für ein weiteres Bastardkind von Zeus! Ja. Und pünktlich zum letzten Akt! Hera!
Du siehst schlimm aus, mein Lieber. Du willst immer noch meinen Mann töten, nehme ich an. Du weißt, ich hege Groll gegen Zeus. Kann ich dir nicht verdenken. Seit deinem Sieg über meinen Sohn Ares frisst ihn seine Furcht vor dir auf. Seine Furcht spielt keine Rolle, wenn er tot ist. Darauf trinke ich. Hera, ich suche das Kind Pandora. Pandora? Diesen erbärmlichen Fehltritt meines Sohnes Hephaistos? Tja, das geht aber leider nicht, mein Lieber. Vernichte ihn. Wer kommt jetzt? Oh oh. What? Herkules! Also, Bruder. Wir haben keinen Streit, Herkules. Ach nein. Du wurdest immer von Zeus bevorzugt. Die Luft auf dem Olymp verschleiert deine Gedanken, Bruder. Zeus bevorzugt niemanden. Überleg doch, Bruder. Während ich die Stelle des Augias ausmistete, schickte er dich in den Kampf gegen Ares. Nicht überzeugt? Wie ist es damit? Während man dich zum Kriegsgott krönte, wurde ich zum Äpfelpflücken geschickt. Sie nannten es Dienste. Ha! Ja, er schenkte mir den Sieg über den nemeischen Löwen. Aber er machte deinen Namen unter den Menschen bekannt. Ein wilder Krieger, ein zum Helden ernannter Mörder, ein Mensch gekrönt zum Gott. Doch diesmal, Bruder, werde ich dich vernichten. Nenn es meinen 13. und letzten Dienst. Bald werde ich zum Gott des Krieges und besteige den Thron endlich selbst. Du willst Olympia werden. Deren Herrschaft endet, Herkules. Nun, das werden wir noch sehen. Herkules sieht aus wie Hulk. Ich will den da oben abschießen. Jetzt geht's. Ich lese gleich, ich lese gleich. Weg mit euch! Hallo Herkules! Stacheln hier. Ich verstehe. Ich
Auf geht's! Oh, was? Na, komm her! Wollte er mich nicht gerade anstürmen, der Sack? Es ist schon zäh. Komm jetzt. Nice. Ja! Rüstung ist das für uns Menschlinge. So, jetzt dreht er auf. Oh. Aua, 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 aua. Ich hab verkackt. Gerade im wichtigen Moment. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Jetzt geht's richtig los. Was? Oh shit.
Ja, schon wieder. Was für ein Kampf. Der Sack, wie er mich immer greift. Jo. Okay. Die ganze Plattform. Warum nicht? Oh, jetzt kassiert er. Hat sie irgendwann mal aufgehört, weh zu tun. Rip Herkules. Ja. Die nemeische Löwen. Berühmte Panzerhandschuhe, die Herkules nach seinem Sieg über den nemeischen Löwen erhielt. Na bitte, jetzt gehört es uns. So, wollte für meine Freundin einen Streaming-PC zusammenstellen, beziehungsweise für uns jetzt. Glaube, wenn WoW Classic kommt, sind wir krass am Suchten. Oh, sehr schön. Vielleicht kennst du dich ja etwas aus und kannst sagen, ob mit einer Ryzen CPU nichts falsch macht. Kann ich dir nicht ganz genau sagen. Also das ist ja die neue CPU von AMD, gell? Ich kann es dir nicht genau sagen, ja. Also ich weiß, ich kenne die CPU, aber ich will da nichts Falsches empfehlen oder so. Ich glaube nicht, dass du damit was falsch machst. Der Felsen wiegt doch nichts. Die Plattform noch weniger. Ja, ich denke auch, dass das reichen wird, ja. Also überhaupt für WoW Classic, ne? Also. Ich meine, für aufwendigere Spiele weiß ich jetzt nicht, aber WoW Classic geht auf jeden Fall klar. So, was haben wir hier? R1. Oh. Ja. Und hier haben wir auch wieder was. Herkules Schulterpanzer. Schauen wir ihn nochmal an. Das ist, ja. Man erkennt ihn nicht mehr wieder. Zumindest vom Gesicht her. Mit einer 1660 Ti dann. Laut YouTube läuft damit alles aktuell auf Ultra mit 60 plus FPS. Ja dann, also wie gesagt, also es wird auf jeden Fall reichen. Oh, Krea, servus. Der Schnitzelmann spielt God of War. Kommt mir ewig vor, das mal selber gespielt zu haben. Oh, es riecht ein richtig geiles Game. God of War 3 spiele ich heute das erste Mal. Ich bin voll begeistert von dem Spiel. Mein letztes God of War liegt auch schon ein Jahrzehnt zurück. Ne?
Deswegen. So, nemesisches Gebrüll. Die Panzerhandschuhe auf dem Boden schmettern, um eine Druckwelle zu erzeugen. Oh yeah, jetzt kann ich das, was. Du besitzt nun die nemesischen Löwen. Bringe mit Hilfe ihrer Kraft die Erde zu Boden. Jetzt kann ich das, was Dingsbums konnte. Herkules. Oh, die Handschuhe sind richtig geil. Oh, die gefallen mir. Ist auch richtig schnell irgendwie. Na dann mal viel Spaß und Erfolg. Ja, danke dir. Ich glaube, ich bin eh schon ungefähr bei der Hälfte, schätze ich. Ich schätze mal, dass ich bei der Hälfte bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Komm mal drauf hier. Sehr schön. So. Bevor ich den Hebel nochmal ziehe. Wir haben alles gelootet und so weiter. Gibt's nichts mehr, gell? Ja. Überleg dir also gut, ob du wirklich zur Galianz gehst. Wir werden dich sonst jagen und streamsnipen. Ich habe letztens mit meinem Cousin gesprochen. Es wird höchstwahrscheinlich Allianz Lord Beon. Zu Classic dann. Höchstwahrscheinlich. Gibt übrigens in Dead Cells eine Grafikmod, damit eine Waffe aussieht, so wie die Chaosklingen von Kratos. Oh, cool. Cool. Wann kommt denn jetzt eigentlich das Update für Dead Cells? Weiß man da schon was? Nein! Ja, sorry, Lord Beon, aber ich hab dich eh vorgewarnt. Oh, da sind die wieder. Oh, klappt das jetzt mit denen? Ja, mal schön ein. Oh! Ah, die sind cool. Wird wohl noch eine Weile dauern. Ah, schade. Ist immer noch alles nur in der Beta zu haben. Hab da jedenfalls bisher noch nichts gesehen. Okay, okay. Ja, läuft ja auch nicht davon. Ich meine, ich habe ja eh auch noch eine Menge zu spielen. Hier schneller. Ah. So kann man schnell wechseln. Oh, das ist cool. Ich auch noch, heute schon wieder an der ersten Bosszelle gescheitert. Ei. Aber immerhin bis zur Hand gekommen. Na bitte, na bitte. Ich bin letztens, ich glaube bei der zweiten Bosszelle. Ich weiß es gar nicht. War ich beim Boss? Oh ja, ich war beim Boss bei der zweiten Bosszelle. Beim Endboss, oder? Irgendwann am Ende bin ich krepiert. Das hat wehgetan. Bei der zweiten ich weiß es gar nicht. Ich will nicht irgendein Blödsinn erzählen. Poseidons Kammer. Da hat man ganz kurz die Musik wieder gehört. Weg da!
Das ist halt voll Nahkampf. Aber dafür ist er schneller unterwegs. Die haben ja ein bisschen eine Reichweite. Die auch. Die sind voll papapapap. Ja, frustrierend. Da schafft man es so weit, ist richtig stolz auf sein Set und dann trotzdem fail. Ja, das tut weh. Das tut richtig weh. Er fällt wieder zu. Okay, nochmal. Okay. Interessant. Ist auf jeden Fall ein cooles Game, Dead Cells. Ah, das fällt auch runter. Aha. Okay. Bitte, Hilfe. Du, Poseidon Prinzessin. Du bist Kratos. Bitte. Nein. Ich brauche deine Hilfe nicht. Werd nicht frech hier. Nicht frech werden hier. Ja, ja, typisch. Erst nach Hilfe rufen und dann ist es auch nicht recht. Ja, ja. Skandalös ist sowas. Weg mit dir! Was? Ach so, oh, das ist... Ah! Oh, das ist ja witzig. Ja. Du kannst richtig Fußball spielen hier. Warte. Hier, Tor! Na komm! Oh, shit. Und... Yay! Besser als die österreichische Nationalmannschaft hier. Kratos! Tierquäler! Ah, ich gebe ihnen nur einen kleinen Schubs. In die richtige Richtung. Manchmal braucht man im Leben so einen kleinen Schubser, ne? So, Helioskopf, Hermesstiefel, Hermes Scherz, nächste Stufe. Ein Waffenset gibt's noch. Das haben wir noch nicht. Ah, die Löwen, die sind schon cool. Teuflischer Hammer.
Hier 3000 Orbs. Teuflischer Hammer. Okay. 5000 Orbs. Hätte ich auch noch. Mama. Die Waffe ist cool. Wusstet ihr, dass ein Controller Lautsprecher hat? Ich seit diesem Spiel nicht. Also vor diesem Spiel wusste ich es nicht. Es ist sehr interessant.